Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Deichkultur. Du Nina, sag mal, wenn du jetzt so an Norddeutschland denkst oder an Wilhelmshaven oder irgendeine andere norddeutsche Stadt, woran denkst du da zuerst? Schlechtes Wetter, Schafe, Kühe, Deich, Meer. Aber was ist mit Ziegelstein? Daran denke ich nicht so. Aber tatsächlich stehen wir eigentlich hier auf dem Rathausplatz. Es ist alles voll mit Ziegelsteinen. Und die Ziegelsteine hinter uns kommen aus der Bockhorner Ziegelei. Und da geht's heute hin. Ich bin gespannt. Los geht's. In den letzten 250 Jahren gab es 60 Ziegeleien in der Umgebung von Bockhorn. Heute ist nur noch die 1906 gegründete Ziegelei Uhlhorn in Bockhorn in Betrieb. Doch auch hier hat sich einiges seit 1906 verändert. Ziegel bzw. Klinker werden aus Lehm hergestellt. In dieser Vorhalle wird der überwiegend regional abgebaute Lehm gelagert. Bei Lehm handelt es sich aber auch übrigens um einen erneuerbaren, nachhaltigen Rohstoff. Der Lehm wird dann im nächsten Schritt nach störenden Steinen durchsucht, gewalzt und gelangt dann für 4 Wochen in die sogenannte Sumpfhalle zum Trocknen. Die Halle ist echt ganz schön groß und dunkel und das hat das Filmen hier besonders schwierig gemacht. Nach der Trocknung werden verschiedene Farbstoffe für die unterschiedlichen Farben und Muster der Ziegel hinzugesetzt. Den Schritt, den konnten wir euch jetzt leider nicht im Bild zeigen. Kleines Betriebsgeheimnis. Direkt im Anschluss wird der Lehm weiterverarbeitet und am Ende der nächsten Halle dann wieder gepresst und in die typische Klinkerform geschnitten. In diesem Schritt wurden auch schon die Löcher in den Block gepresst. Da gibt es ganz verschiedene Locharten und Größen, je nach Verwendung der Klinker. Sie unterscheiden sich zum Beispiel in der Wärmedämmung und in der Frostsicherheit. Als nächstes geht es für die Klinker wieder zum Trocknen. Dieses Mal in eine Trockenkammer. Hier verlieren die Klinker bei knapp 70 Grad ca. 90% ihrer Feuchtigkeit. Meist sind die Ziegel um die 3 Tage in der 30 Meter tiefen Kammer, manchmal mehr, manchmal weniger. Platz für ganz schön viele Ladungen übrigens. Die Ziegelei hat unter 30 Mitarbeiter in der Produktion. Das ist möglich, da viel mechanisiert wurde. Viele Aufgaben können zum Beispiel durch Roboter erledigt werden und die kleine Schaltzentrale liefert zum Beispiel einen guten Überblick über die Trocknung und über den Brennofen. Im hauseigenen Labor werden die Mischungen regelmäßig auf ihre Qualität überprüft und hier werden auch neue Variationen der Mischungen entwickelt. Der letzte Schritt vor dem finalen Verpacken und Beschriften ist das Brennen. Übrigens, Klinker und Ziegel unterscheiden sich fast nur durch die verschiedenen Brennverfahren, die sie durchlaufen.
Diese Klinker werden nun durch einen ca. 120 Meter langen Ofen geleitet und dabei mit offenem Feuer gebrannt. Es ist super warm am Ofen. Im Winter mag das zwar echt angenehm sein, aber im Sommer kann ich mir vorstellen, dass es dort ganz schön warm wird. Nach dem Brennen werden die Klinker dann noch auf Fehler oder Risse überprüft. Anschließend geht es zum Verpacken. Eine Plastikhülle wird um die Klinker auf der Palette gestülpt und dann geht es ab auf den Hof. Auf eine Palette, da passen so ungefähr zwischen 300 bis 480 Steinen, je nach Traglast. Draußen im Hof lagern einige Paletten. Im Sortiment gibt es um die 150 verschiedene Farbvarianten. Kaputte Ziegel lagern hier aber auch. Die kann man dann später wieder weiterverarbeiten. So automatisch und einfach halt technisch wie heute lief die Produktion früher nicht. Auf dem Betriebsgelände steht die alte Schmiede. Hier wurde die Geschichte der Bockhorner Klinke aufgearbeitet. Mittels Hörstation und den Infotexten zu den Bildern kann man mehr über die Geschichte und die Personen erfahren. Damals waren es zum Beispiel noch deutlich mehr als nur 30 Mitarbeiter. Und sie sind mit dünnem Schuhwerk auf dem heißen Feuerofen herumgelaufen und wenn es echt schlecht lief, dann waren eventuell die Füße auch ein bisschen angebrannt. In der alten Schmiede ist auch eine kleine Töpferwerkstatt. Und die Nina, die hat sich direkt in eine der Vasen verliebt und hat sie direkt mitgenommen. Zurück nach Wilhelmshaven. Wie am Anfang erwähnt, ist auch das Wilhelmshavener Rathaus aus Bockhorner Klinker. Sie sind so vielfältig einsetzbar und das schon seit Jahrzehnten. Uns war gar nicht so bewusst, wie viele Gebäude allein in Wilhelmshaven tatsächlich aus Bockhorner Klinker gebaut wurden. Aber nicht nur bei uns in der Region ist der Hype um die Ziegel so groß. Mit dem Fritz-Höger-Preis für Backsteinarchitektur werden besonders tolle Gebäude aus Ziegelsteinen ausgezeichnet. Fritz Höger war ein renommierter Architekt, der gerne den Bockhorner Klinker verwendet hat, wie ihr zum Beispiel hier seht. Ja, jetzt sind wir wieder am Ort, wo unsere Recherche, unsere Suche begann. Ich bin total überrascht, wie Ziegel hergestellt werden, dass Ziegel auch viel spannender und interessanter sind, als man denkt. Und auch, dass es aus erneuerbaren und nachhaltigen Rohstoffen bestehen. Sehr gut! Jetzt könnt ihr uns natürlich auf Social Media, bei Instagram oder YouTube auch natürlich erzählen, ob ihr da schon drüber viel wusstet, was euch vielleicht überrascht hat und welche Häuser ihr kennt, die auch aus Bockhorner Ziegel gemacht worden sind. Oder ob ihr vielleicht sogar selber in einem Haus aus Bockhorner Klinker wohnt. Genau! Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!